Liebe Freunde, hier ist euer Steinmal. Wir sind zurück, 1. Februar 1902 und wir nähern uns diesem spannenden Datum. Beziehung verbessern. April. Irgendein April in diesem Jahr, dann ist der Friedensvertrag, der Waffenstillstand ausgelaufen. Und da bin ich mal sehr gespannt. Möglicherweise, es kann durchaus auch passieren, dass Italien auf die Idee kommt, dann direkt sofort den nächsten Krieg gegen Österreich zu beginnen. Wenn das passieren sollte, dann werden wir, glaube ich, da wieder mitmachen und unsere Kriegspunkte dafür einsetzen, dass wir dann eben auf militärischem Weg diese Sphäre, Österreich in unsere Sphäre zwingen. Das lassen wir jetzt so ein bisschen unseren italienischen Verbündeten mal schauen, was daraus wird. Gut. Suffragetten-Hungerstreik. Jetzt haben wir schon wieder den Hungerstreik. Da haben wir doch eigentlich eine Taktik für erfunden. Haben wir das letzte Mal doch gelernt. Wie ist das noch? Das Katz und Maus. Die Katz und Maus-Taktik oder sowas. Ja, damit will sie, die eine Frau, gegen die vermeintlich schlechte Behandlung der Frauen im Deutschen Kaiserreich protestieren. Der Streik wird unter dem Slogan Stimmen für Frauen geführt und der Fall hat die Debatte um das Frauenwahlrecht in den Fokus der lokalen Politikdebatte gerückt. Zwangsernähren. Nee, komm, wir lassen sie frei. Das ist ja doch unsere Taktik. Freilassen und dann wieder gefangen nehmen. Ich hoffe, das implizierte jetzt diese Entscheidung. So, irgendwie müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen was an der Steuerschraube drehen. Aber erstmal gibt es noch das Qualitätssicherungsverfahren. Dies bedeutet die Einführung eines Verfahrens zur Überprüfung, dass alle Produkte dem festgelegten Qualitätsstandard entsprachen. Leute, am 1. März 1902 führen wir endlich die deutsche Industrienorm ein. Merkt es euch, ein großer Tag für das Kaiserreich, vielleicht sogar für die Welt. Gesellschaft der Freunde. Eine sogenannte Gesellschaft der Freunde wurde in einer unserer Provinzen gegründet. Die Gesellschaft der Freunde ist ein loser Zusammenschluss von Leuten, oft aus ähnlichen Gewerbezweigen, der sich der gegenseitigen Hilfe in Form von Arbeitslosenversicherung, Darlehen und kooperativen Bankdienstleistungen verschrieben hat. Die Gesellschaft der Freunde behauptet, sie sei keine Gewerkschaft, sondern eine Kooperative bzw. eine Bank. Aber einige Konservative im Kabinett fürchten, dass die Organisation nichts als eine Front für sozialistische Gewerkschaftsaktivitäten sei und verboten werden sollte. Also wir fahren einen harten Kurs gegen diese sozialistischen Umtriebe. Deswegen glauben wir das auch. Ja. Das betrifft Amara. Da gibt es das jetzt auch schon. Also, ich würde mal sagen, wir schließen sie erstmal nur, ne? Verbieten ist dann der nächste Schritt. Erstmal nur mal schließen. Wobei mir das nicht ganz klar ist, wenn man sie schließt und sie öffnen wieder. Ich hätte jetzt gedacht, schließen ist sowas wie verbieten. Oh! Die ersten am Nordpol. Waren wir nicht schon mal die ersten? Leute, ich kann mich erinnern, es gab doch in der letzten Folge, für mich liegt die sehr, sehr lang zurück, für die Zuschauer, die das aktuell verfolgen, auch. Aber falls jemand später guckt, der weiß jetzt Bescheid. Ich weiß gar nicht, hatten wir nicht das Rennen um den Nordpol schon gewonnen? Oder sind diese ganzen Expeditionen, oder war das der Südpol? Ich sehe nicht mehr durch. Unsere glorreichen Forscher haben als erste eine Flagge am Nordpol gehisst in unserem Land, großartigen Land, dadurch viel Ruhm und Prestige beschert. 125. Mir war so, wir hatten das schon. Aber gut. Wir sind die Ersten am Nordpol. Wow. Gut. Wir sind Prestige vorne. Achso, was ich euch übrigens auch mal gerne zeigen wollte, ist nämlich Friedrich Engels haben wir erstmal noch, bevor ich euch das zeigen wollte. Als junger Mann ging Engels nach Manchester, um seinem Vater bei der Leitung seiner Baumwollfabrik zu helfen. Engels war von der Armut der Stadt schockiert und schrieb als Konsequenz die Abhandlung Die Lage der arbeitenden Klasse in England. In England traf er auch Marx, mit dem zusammen er bis an sein Lebensende schreiben sollte. Zusammen versuchten sie auch, die internationalen Arbeitervereinigungen zu organisieren. Zwar war Engels Marx intellektuell unterlegen, aber durch seine wirtschaftliche Stellung konnte er die schriftstellerischen Bemühungen der beiden finanzieren. Ohne Engels hätte es Marx quasi nicht gegeben und ohne Marx keinen Engels. Engels war gewissermaßen der Unterbau in der Marxischen Theorie und Marx selbst war der Überbau. Das ist jetzt aber eine gewagte These von mir, die ich gerade eben entwickelt habe.
ob die schon mal so aufgestellt wurde. Es ist ein bisschen, naja, wir lassen das jetzt mal. Okay, enorme Haushaltsschwankungen. Was ist hier los? Weil unsere Geldreserven sind ebenso enorm. Müssen wir möglicherweise was tun? Müssen wir mal die Steuern anheben? Noch lassen wir es ein bisschen laufen. Unsere Sportler waren siegreich. Einige unserer Sportler, die kürzlich an den Olympischen Spielen teilgenommen haben, sind mit Gold, Silber und Bronzemedaillen in die Heimat zurückgekehrt. Die Jugend, der Jugend unserer Nation gebührt Ruhm und Ehre. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist gerade sowas wie ein goldenes Zeitalter. In allen Bereichen, wir entdecken den Nordpol, wir Medaillen ohne Ende. Ja, sogar wirtschaftliche Verantwortung gibt es nun in unserem Reich. Es ist doch der Wahnsinn, oder? Beste Zeit, um hier nochmal weiter zu forschen. 17, das bedeutet Industrie. Das ist auch nicht schlecht, denn wir können die nächste Eisenbahnstufe hier entwickeln. Schnellstraßen, ist ja auch lustig. Als Eisenbahn, wie auch immer. Das ist super gut. Eisenbahnen sind immer gut und wichtig. Aber ich denke, es ist eine Zeit, das scheint hier langfristig hier ein Problem zu sein. Ich weiß nicht, warum das so plötzlich so runtergegangen ist. Ach, was wir übrigens machen könnten mit einer liberalen Mehrheit. Ich glaube, der Reichstag ist nicht ganz so spendabel, was den WR-Etat betrifft. Also ich denke, 90 ist okay und wir müssen einfach hier ein bisschen an der Steuerschraube drehen. Ich denke mal, 25 reicht noch lange nicht, oder was? Nee. Gehen wir mal auf 27. Naja gut, so lassen wir es erstmal mal gucken, wie es sich weiter entwickeln wird. Die Situation. Irgendwas scheint mir jetzt komisch zu sein. Wisst ihr was? Ich habe diesen so wichtigen Tag verpennt, wo wir hier Österreich unbedingt beeinflussen sollten. Und das russische Zarenreich ist hier schon aktiv geworden. Also wir müssen jetzt hier alles daran setzen. Da habe ich vor lauter Begeisterung über die gute Stimmung bei uns das Wesentliche vergessen hier. So, den Rest, der interessiert uns jetzt nicht. Jetzt alle Kraft in Richtung Österreich-Ungarn. Oh, es gibt nationale Investoren, die dort besser sind. Wollen wir da investieren? Ich glaube, wir können mit unserer Regierung gar nicht investieren. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Bündnis? Au, das hat sich aber deutlich verbessert durch die Beziehung. Theoretisch ist das sogar möglich. Wir verbessern natürlich weiter. Das ist interessant. Ich glaube, das hat dann nochmal einen positiven Einfluss auf den Einfluss gewissermaßen. Kampagne für Married Women's Property Act. Meine Herren, jetzt spammen uns aber hier die Frauenbewegung bewegten zu. Eine verheiratete Frau verfügt über kein persönliches Eigentum und ihre rechtliche Identität erlischt mit der Heirat, da Ehemann und Ehefrau unter dem Gesetz als ein und dieselbe rechtliche Person gelten. Dies möchten wir ändern und wir wollen, dass Frauen über ihr persönliches Eigentum frei verfügen können. Wir verlangen, dass Gerichtshöfe Ehemann und Ehefrau als zwei separate rechtliche Personen anerkennen. Wow, wenn man sich das mal vorstellt heute, dass das mal nicht gewesen ist. Krass. Die Frauenrechtsbewegung im Deutschen Kaiserreich hat in einem unserer Staaten eine Demonstration organisiert. Dabei setzt man sich dafür ein, dass die Rechte, Dienste und Sachansprüche von Frauen, die sie in vielen Fällen bereits genießen, offiziell bestätigt werden. Ja, und der Börsenbericht. Das ist so in etwa das Interesse, das unsere Regierung jetzt an diesen Themen hegt. So, was ist hier los? Was ist in Österreich-Ungarn? Oh, wir kommen langsam voran, sehe ich gerade. Aber wir sind Nachbarnation, deswegen haben wir einen positiven Einfluss. Aber wahrscheinlich Italien ist auch dabei, wie es aussieht. Russland hat jetzt... Naja, logisch. Italien und Russland sind hier mit am Start. Oh, und es geht weiter mit den großen philosophischen Fragen der Zeit. Nihilismus und der Wille. Die Grundlagen für den philosophischen Trend des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, sich von der Betonung auf die menschliche Rationalität zu entfernen, wurden durch eine Erneuerung des Interesses einiger Philosophen am Nihilismus geschaffen, der Zurückweisung des Gedanken, dass das Leben des einzelnen Individuums im großen Gefüge des Universums auch nur die geringste Bedeutung hat. Anstelle des Selbstwerts des Individuums als Wesen wurde der Hauptaugenmerk auf den Willen gelegt, der menschlichen Fähigkeit zum eigenen Vorteil in eine Situation einzugreifen.
Wie am effizientesten in den Werken von Friedrich Nietzsche im späten 19. Jahrhundert dargelegt, führte der dramatische Einfluss der Kriege des Industriezeitalters Anfang des 20. Jahrhunderts zur weiteren Verfeinerung des Konzepts durch Philosophen wie Martin Heidegger. Mit seiner Bestreitung des Werts des Absoluten als Hilfestellung für das menschliche Verhalten trug der Nihilismus zur weiteren Hinterfragung bei und für viele letztendlich zur Ablehnung der Werte und Überzeugung, die die viktorianische Welt geprägt hatten, während die Betonung auf dem Willen, Handlungen zur Herausforderung akzeptierter Gebräuche und zur Schaffung neuer Werte ermutigte. Ja, und leider nicht, oftmals nicht die besten Handlungen, wie wir heute wissen. Das Mädchen aus Regensburg, das kennen wir schon mit der Kohle, nationale... Wieder ein junges Mädchen beim Zechenunfall gestorben. Ja, wo sind die positiven Meldungen? Ich glaube, wir brauchen mal wieder ein paar Olympiasiege, um hier die Stimmung zu verbessern. Oh, es ist wieder sozialpolitisch was möglich. Also wir wollen hier auch keine sozialistische Regierungspolitik betreiben. Aber ich denke mal so in den wichtigsten Fragen, was gibt es denn hier eigentlich für Bewegungen in dieser Hinsicht? Bessere Arbeitsbedingungen ist die nächste große. Wo sind wir hier? Meint das den Arbeitsschutz? 4,2. Oh ja, das meint den Arbeitsschutz. Ja los, dann lassen wir uns dort auf geringere Regeln ein. Das ist schon sehr in Ordnung, denke ich. So, aber wir bleiben im Minus. Wir müssen weiter handeln in dieser Hinsicht. Und ihr seht, die Armeen werden langsam gebaut, die ich nachproduziert habe. Das sortiere ich aber, wie gesagt, mal extra ein. Gewerkschaften. Verdammt nochmal, das machen wir nicht. In einem unserer Staaten gibt es seit einigen Monaten sozialistische Unruhen, seit in einer lokalen Werkstatt eine Gewerkschaft gegründet wurde. Der Betrieb scheint der Vorreiter für andere Werkstätten gewesen zu sein, denn nun organisiert sich in jeder Mühle, Werkstatt und Fabrik im gesamten Staat eine Gewerkschaft. Eine Gruppe besorgter Angehöriger der lokalen Elite hat sich an die Zentralregierung gewandt und darum gebeten, Einheiten der Nationalgarde zur Beibehaltung von Ruhe und Ordnung in die Provinz zu schicken. Ja, aber auf jeden Fall, es betrifft Pommern. Auf jeden Fall machen wir das. Wir haben ja schon erlebt, was passiert, wenn es kommunistische Aufstände im ganzen Land gibt. Das ist, glaube ich, jetzt tief verwurzelt, auch bei Wilhelm, dass das unbedingt verhindert werden muss. So, wir haben, glaube ich, aber wieder auch Unterdrückungsmöglichkeiten ohne Ende. Also, unsere Polizei ist hier schon sehr potent. Wo können wir denn noch unterdrücken? Die Wählerrechtebewegung. 1,7 Millionen, komm, lass uns die unterdrücken. So, und die polnische Freiheitsbewegung noch. Die sozialpolitischen Sachen, da sind wir ein bisschen freundlicher. Schaut euch das mal an. 1,24 Millionen deutsche Kommunisten. Wahnsinn. So, was wollte ich tun? Ich wollte erstmal hier was gucken. Krakau ist... Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass die gar nicht mehr... Ach, die waren wahrscheinlich in Österreichs Einflussbereich. USA, Haiti. Das ist unwichtig. Das ist auch unwichtig. Wir gucken mal, wie hier der Stand ist. 25, wir 44, 66. Wir hinken ein bisschen hinterher. Obwohl wir alles geben. Ich gucke doch nochmal kurz bei der Industriepolitik. Nee, Auslandsinvestitionen ist unmöglich für uns. Glaube ich zumindest. Wir können doch auch... Konnte man auch direkt hier investieren. Ich meine mich zu erinnern. Ach so, hier geht das ja. Aber es geht... Nicht... Glaube ich. Eisenbahn könnten wir vielleicht, aber... Nee, es scheint nirgendwo zu gehen, dass wir irgendwo Investitionen tätigen. Da bleibt uns nur übrig, einfach weiter die Beziehung zu verbessern. Wir sind ja schon bei 98. Mal gucken. Oh, das wird... Ah, aber Österreich jetzt in der Sphäre von Italien. Okay, aber von Russland, das wäre doch echt ein... Ein kleines Scheitern unserer Außenpolitik.
Inventarplanung. Dies bedeutete, zur Beibehaltung des Produktionsniveaus für Inventarwerkzeuge und Maschinen im Voraus zu planen und Geldmittel für Neukäufe zu sichern. Gut. Können wir da eigentlich jetzt mit 30... wir könnten die Russen in Verruf bringen. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Geht aber nicht. Warum auch immer. Der nächste General ist tot. Okay, das lassen wir mal so laufen. Auf jeden Fall hat Italien nicht den Krieg erklärt, wie wir es ein bisschen befürchtet hat oder vermutet hatten, spekuliert hatten. Das ist neu, wie mir scheint der Text. Die Bürgermeisterwahl in einer unserer Provinzen nahm heute gewalttätige Formen an, als ein lokaler Bauer sich weigerte, seine Stimme für den Regierungskandidaten abzugeben, obwohl es ihm befohlen wurde. Der riesige Bauer soll die Nasen dreier lokaler Funktionäre eingedrückt haben, bevor er endlich von der Polizei aus dem Rathaus abgeführt wurde, wo die Wahl stattfand. Man berichtete uns, dass er sich lautstark über das Recht ausließ, seinem Gewissen nachzuwählen oder einen ähnlichen Quatsch. Wir müssen ihn wohl irgendwie bestrafen, um ein Exempel zu statuieren, aber unsere Entscheidung wird auf jeden Fall Konsequenzen haben. Oh, lass ihn verschwinden. Ich meinte, wie sieht's denn dann aus hier? Wahlkreisschiebungen. Ich denke, das ist durchaus 25% will das aber nur noch. Das ist weniger geworden, kommt mir so vor. Na dann, 3 Monate bei Wasser am Brot. Also ihn verschwinden lassen ist ein bisschen zu radikal jetzt. So, aber wir müssen hier was an den Steuern nochmal drehen. Ich glaube, Konkursverfahren erstmal durch die Einführung von Verfahrensregeln für Konkursfälle wurden diese vereinfacht und beschleunigt. Außerdem reduzierte sich dadurch die Ungewissheit für die Gläubiger. Ich glaube, auf Zollerhöhungen lassen sich diese Freihandelsfetischisten von nicht ein. Deswegen gehen wir nochmal ein bisschen mit Steuern hoch auf 30. Das sollte uns jetzt doch einigermaßen ins Plus führen. Naja, scheint noch nicht so zu sein. Ich ja schon. Ah, wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich weiß, warum es so ist. Wir haben doch wahnsinnige Reparationszahlungen bekommen. Natürlich von Österreich und von Frankreich. Jetzt erinnere ich mich wieder. Das ist der Grund für diese Schwankung. Alles klar. Okay, vielleicht, wenn das der Punkt ist, glaube ich, 2% Zölle sind auch für Freihandelsliberale akzeptabel, denke ich. Oh, es ist soweit. Wir können eine Meinungssteigerung erwirken. Was denn hier passiert? Die haben verloren. Okay. Ja, klar. Warum nicht? Sehr schön. Der erste Schritt in diese Richtung. Wunderbar. Ja, jetzt wird es interessant. Integrales Schienennetz. Sehr schön. Eisenbahn plus 1. Wir müssen weiter forschen. Jetzt wird natürlich wieder heftig investiert im Land. Mal gucken, was als nächstes dran ist. Und das ist eine... Tja, ist das eine 6 oder eine 9? Ich sag mal eine 9. Das ist dann wieder Handel. Wieder Handel und jetzt... Na, wir könnten noch Banken überwachen. Oh ja. Bankenüberwachungsausschuss. Aber ich glaube, die Liberalen würden... Wobei, wir wollen ja nicht direkt die Forschung steuern, aber so, naja... Im Prinzip doch, aber ich denke, es geht eher so ein bisschen in Industriepolitik. Also machen wir mal die Geschichtstheorie, die Fabrik-Input-Effizienz verbessert. Das ist auch ziemlich absurd. Aber trotzdem beginnen wir diese Forschung. Und was ist denn nun los? Aus Italien wurde uns folgendes Ereignis berichtet. Tutanchamuns Grab. Wieso sind bitte italienische Archäologen, das finde ich eine Frechheit,
Haben die Erlaubnis von uns? Wer hat ihnen die Erlaubnis gegeben? Ich bin empört. Als ich den inneren Granitdeckel anhob, kam mir ein Schwall Luft entgegen, der dort 3000 Jahre lang eingeschlossen war. Nach meinem Wissen war ich der Erste, der den Schlaf des Pharaos störte, nachdem er vor tausenden von Jahren zuletzt in Ruhe gelegt wurde. Als ich dort in der Luft des altertümlichen Ägyptens stand, vermochte ich den Weizen zu riechen, denn in Nilufern wuchs Parfum in Alabastervasen und ein Hauch von verrottenen Papyrus. Naja, ob er das da wirklich gerochen hat aus dem Grab, das möchte ich auch nochmals bezweifeln. Wie auch immer, die italienischen Archäologen im Tal der Könige haben die größte Entdeckung des Jahrhunderts gemacht. Sie haben das bislang ungeöffnete Grab des 19-jährigen Pharaos Tutanchamun gefunden. Das kann doch nicht wahr sein. Also ich finde, das muss diplomatische Konsequenzen haben. Mit dem müssen wir erstmal noch ein Wörtchen reden. Kurz nochmal, nee, mit Österreich-Ungarn können wir kein Wörtchen derzeit reden. Okay, dann erstmal hier wieder ein Schnitt. Und ja, es bleibt interessant, was jetzt diese Sphärenfrage betrifft. Also, bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Steinbein.